Guten Tag, mein Name ist Birgit Becker. Ich bin die Geschäftsführerin der eGroupware GmbH mit Sitz in Kaiserslautern und wir wollen uns heute über das Thema Online-Teamwork leicht gemacht unterhalten. Ganz kurz zu uns und zu der Software, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Im Grunde genommen sind wir zu der Entwicklung der Software darüber gekommen, dass wir ein Trainingsunternehmen im Bereich Consulting, Teamentwicklungen waren, dass ich selber organisieren musste, nämlich mit Trainern, die deutschlandweit tätig waren und genau dort solche Probleme hatten, wie organisiere ich denn die Zusammenarbeit, die Kommunikation untereinander, wie kann ich abbilden, dass wir Termine koordinieren können, dass Kontakte gemeinsam gepflegt werden können, dass vielleicht auch Aufträge, Angebote, all die Dinge, die so im Unternehmen täglich im Umgang mit dem Kunden eine Rolle spielen, gemeinsam betrachtet und abgewickelt werden können. Und so sind wir zu der Software und der Entwicklung der Software gekommen, die ich Ihnen heute einfach ein Stück näher bringen möchte. Da sind wir dann im Prinzip auch schon bei genau den Problemen, die oftmals im Unternehmen auch heute noch an uns herangetragen werden. Wir haben ganz viel Insellösungen, sprich ich habe unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Bereiche. Ich habe zum Beispiel meine E-Mails, meine Kontakte, meine Termine in meinem Outlook, aber ich habe keinen Exchange-Server hinten dran, der die Verbindung zu Kollegen an der Stelle herstellt. Ich habe vielleicht nebenher noch ein ERP-System und wir haben irgendwo einen Dateiserver, auf dem die Dateien gemeinsam abgelegt werden. Oder aber jeder legt seine Dateien auf dem eigenen PC ab. Sprich, an der Stelle ist es einfach relativ schwierig, die Sachen zu koordinieren. Andere mögliche Problem im Unternehmen ist, wir sind noch gar nicht so weit überhaupt mit unserer EDV, dass wir die ganzen Sachen dort vorrätig haben, sondern viele Dinge passieren einfach noch auf einem Zettel. Vielleicht haben wir unseren Kalender, der die Urlaubsplanung und die Terminplanung zeigt, an der Wand hängend oder vielleicht ist das Ganze in einem Excel aufgehoben. Aber da ist immer die Frage, wer hat welche Daten, was ist der aktuelle Stand und wie können wir die Informationen vernünftig austauschen. Gilt auch oftmals gerade von Dateien. Wir haben ein Angebot, an dem arbeiten wir. Vielleicht ist eine Kollegin noch mit involviert. Und am Ende haben wir vielleicht 3 aktuelle Stände des Angebots. Und die Frage ist, was ist tatsächlich an den Kunden rausgegangen? Und wenn der Kunde jetzt anruft, wer hat wirklich die aktuellen Informationen? Ein weiteres Thema, was so in der heutigen Zeit einfach ständig an uns herangetragen wird, ist, ich möchte es mal damit umschreiben, der mobile Arbeitsplatz. Gerade sowas wie entweder ein freier Mitarbeiter oder eine Teilzeitkraft, auch mal die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, ist was, was glaube ich in der heutigen Zeit einfach sehr viel mehr Gewicht bekommt und wichtig ist, auch um einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen für die Mitarbeiter. Und damit sind wir im Prinzip auch schon bei dem Bedarf, was das Unternehmen an die Software oder den Nutzen, den ich daraus ziehe als Unternehmen. Ich möchte gerne erreichen, dass meine Mitarbeiter den gleichen Informationsstand haben über die Dinge, über die aktuellen Vorgänge. Ich brauche sowas wie ein zentrales Adressbuch oder vielleicht auch mehrere Adressbücher, in denen die Daten abgelegt werden, aber so zentralisiert, dass ich mit einer Änderung alle die gleichen Informationen verfügbar habe. Wir hätten gerne einen gemeinsamen Kalender, sodass wir einsehen können, wann welche Termine sind, wann ist denn der Kollege vor Ort beim Kunden, wann hat wer Urlaub bzw. kann eingeplant werden, um für entsprechende Termine zur Verfügung zu stehen. Oftmals ist es so, wir haben unterschiedliche Standorte oder auch freie Mitarbeiter. Und an der Stelle, die wollen wir natürlich auch mit einbinden und ermöglichen, an dem gesamten Ablauf teilzunehmen, auf Informationen zuzugreifen, aber natürlich auch genau in dem Maße, wie ich als Firma oder als Firmeninhaber das möchte. Das heißt, die Kontrolle meiner Daten
muss auch bei der Firma selber sein. Und genau da kommt die Software, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ins Spiel. iGroupware ist eine Software für Unternehmen. Groupware bedeutet im Prinzip einfach, dass wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten bieten, die mit einer Software gemeinsam abgebildet werden können. Das heißt Terminplanung, Datenaustausch, Adressverwaltung, ein E-Mail-Client, Dateien zu verwalten, Aufgaben zu planen, vielleicht auch Projekte zu planen, all das in einer Plattform integriert, Ihnen zur Verfügung zu stellen. Und das Beste an der ganzen Sache, Sie brauchen im Grunde genommen überhaupt nichts zu installieren, sondern Sie brauchen einfach nur einen Browser, den jeder von uns auf dem Rechner hat. Das kann zum Beispiel ein aktueller Chrome oder Firefox sein. Wenn Sie mit einem Mac unterwegs sind, auch gerne in Safari. Und Sie greifen einfach über das, was Sie im Browser eingeben, auf Ihre iGroupware zu. Und wenn Sie möchten, zum Beispiel bei uns in unserer Cloud. Und dann greifen Sie per Browser einfach auf diese Informationen, auf Ihre Plattform zu, auf der die gesammelten Informationen verbunden sind. Und es spielt auch keine Rolle, ob das bei Ihnen zu Hause an Ihrem PC stattfindet, ob Sie vielleicht mit einem Mobilgerät, mit einem Handy oder einem Tablet drauf zugreifen oder im Office sitzen. Alle Daten sind immer auf dem gleichen Stand und für alle entsprechend zur Verfügung gestellt. Natürlich mit einer Rechtesteuerung, sodass man festlegen kann, wer hat auf welche Informationen Zugriff. Was wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen wollen, sind einfach die, ich nenne das jetzt mal Hauptanwendungen von der iGroupware, nämlich typischerweise, wie sieht denn das mit einem Kalender aus? Wie kann ich denn Adressen verwalten? Wie ist es mit Aufgaben, beziehungsweise wir nennen das gerne Customer Relation Management, also die Verbindung von den Informationen zum Kunden und den Vorgängen, die mit dem Kunden stattfinden und natürlich auch einfach nochmal einen kurzen Blick auf unseren E-Mail-Anbindung, auf den Dateimanager und wie das dann vielleicht auch auf Mobilgeräten aussieht. Ja, hier sehen wir jetzt einen Kalender. Dabei gibt es ganz viele verschiedene Anwendungen, die Sie leicht auch umschalten können. Das heißt, Sie können für sich festlegen, welchen Kalender möchte ich sehen, meinen eigenen oder den vielleicht von einer Gruppe. Hier in dem Fall sehen wir oben den Kalender von einer einzelnen Benutzerin und unten den Kalender von der Gruppe Marketing, in dem einfach alle aus der Gruppe enthalten sind. Und damit habe ich ganz verschiedene Ansichten. Ich kann aber auch jederzeit auf irgendeinen anderen Kalender umschalten. Zum Beispiel kann ich den auch als Lesezeichen ablegen und mit einem Klick dann mir zum Beispiel den Urlaubskalender aus unserem Team anschauen. Das heißt, an der Stelle kann ich jetzt sehr einfach sehen, wer hat denn wann Urlaub eingetragen. Das hier zeigt jetzt eine Woche. Ich könnte mir das auch für einen Monat oder einen Tag ansehen und natürlich einfach abhängig von der Größe des Teams sehe ich hier jetzt 7 Benutzer, aber genauso könnte ich hier auch einfach 20 untereinander sehen und dann dementsprechend schauen, wann sind Termine möglich, beziehungsweise wann ist denn unser Team wie verbucht. Auf dem Mobilgerät stellt es sich analog dar. Wir sehen auf der linken Seite, wie das Ganze auf einem Tablet aussehen würde. Das heißt, hier habe ich natürlich einfach mehr Platz zur Verfügung. Aktuell sieht man eine Tagesansicht. Ich könnte aber auch einfach über das 7-Tage-Symbol oben auf eine Woche umschalten. Und auf der rechten Seite sehen wir, analog sieht es auch auf einem Smartphone aus. Wir haben uns bei der ganzen Ansicht einfach daran orientiert, wie ich denn auf einem Handy oder einem Tablet, wie dort sich ein Kalender darstellt. Aber mit dem Unterschied, ich speichere es nicht lokal auf meinem Gerät, sondern die ganzen Informationen fließen direkt in den Server und stehen damit automatisch allen zur Verfügung. Ich kann einfach, indem ich aufs Plus klicke, einen neuen Termin erstellen und kann alle Informationen eintragen, genauso auf dem Tablet, wie ich das auf meinem Desktop-PC mache.
Analog ist das Ganze im Adressbuch aufgebaut. Ich habe eine Liste, ich kann, wenn ich möchte, ein Kontaktfoto hochladen, ich kann die kompletten Adressen von Kunden verwalten. Wenn ich mehrere Personen von einer Organisation habe, könnte ich mir auch eine Organisationenansicht anschauen. Ich kann, das sieht man hier so ein bisschen in dem Lupensymbol, verschiedene Adressbücher in der E-Gruppe führen. Das heißt, ich kann ein gemeinsames Adressbuch für alle, ich kann ein persönliches Adressbuch haben. Ich könnte aber auch für einzelne Abteilungen entsprechende Adressbücher zur Verfügung stellen. Und dann kann beim Speichern vom Kontakt entschieden werden, in welchem Adressbuch soll denn der Kontakt gespeichert werden. Und damit steht er dann allen oder nur der Abteilung oder nur einem Benutzer persönlich zur Verfügung. Und auch das kann ich natürlich wieder analog auf dem Tablet oder Smartphone abrufen. Das sieht dann so aus. Ich habe hier meine Liste. Ich habe farbig gekennzeichnet. In der E-Gruppe nennt sich das Kategorien, was im Prinzip einfach ein Tag ist, mit dem ich kennzeichnen kann. Das ist vielleicht ein Kunde, der ist besonders wichtig oder der hat mit dem Thema zu tun. Und dementsprechend kann ich das relativ schnell umschalten, filtern. Und natürlich habe ich so dann alle Informationen auch direkt und einfach zur Verfügung, beziehungsweise kann sie auch ergänzen. Jetzt sehen wir hier unser Customer Relationship Management. Das heißt an der Stelle einfach, unser Kunde steht im Mittelpunkt. Ich habe alle Vorgänge, alle Informationen, die mit dem Kunden spielen, an einer zentralen Stelle über sogenannte Verknüpfungen zur Verfügung. Ich habe auf der linken Seite meine Kontaktdaten, sehe da auch das Bild, sehe so ein bisschen, was für Telefonnummern gibt es, wo sitzt der Kunde, und habe auf der rechten Seite unser sogenanntes Infolog. Das steht für Informationslogbuch. Sprich, an der Stelle werden alle Vorgänge abgelegt, die mit dem Kunden zu tun haben. Ja, Mail-Client, also die E-Gruppe hat keinen Mail-Server integriert. Wer jetzt sagt, oh Gott, was ist denn das? Im Prinzip, Mail-Client ist sowas wie ein Outlook, nur dass die Daten einfach lokal immer noch auf dem Server liegen und hier einfach abgerufen werden. Sprich, an der Stelle ist es nicht so, dass Sie irgendwelche Mails bei sich rausgeben, sondern die Daten liegen weiterhin bei Ihnen standardmäßig und Sie greifen einfach auf dieselben Daten zurück, die Sie vielleicht auch in Ihrem Outlook sehen. Sie haben es nur in der E-Gruppe als Sichtweise auch mit drin, um dann zum Beispiel eine E-Mail, die Sie an den Kunden verschicken, auch in einen Infolog-Eintrag, von dem ich ja eben schon mal gesprochen hatte, umzuwandeln. Oder auch wenn eine eingehende Mail von einem Kunden kommt, das Ganze so zur Verfügung zu stellen, dass es für alle im Team zur Verfügung steht tatsächlich. Wenn Sie möchten und jetzt zum Beispiel noch keinen eigenen Service haben für die Mails, dann bieten wir an der Stelle auch an, dass Mail auch über uns abgewickelt werden kann. Dann haben Sie Ihre eigene Mail-Domain und die Daten liegen natürlich bei uns auf den Servern, aber es bleibt einfach wie bei den Daten der E-Gruppe auch grundsätzlich Ihre Daten, sprich, wenn Sie irgendwann mal nicht mehr mit der E-Gruppe arbeiten wollten oder so, dann würden wir natürlich auch die Daten Ihnen wieder zur Verfügung stellen. Hier sehen wir jetzt den in die E-Gruppe integrierten Dateimanager. Sprich, an der Stelle, ich habe einfach unterschiedliche Verzeichnisse zur Verfügung, kann über eine Rechtesteuerung, wie bei vielen anderen Dingen auch, festlegen, wer sieht denn welche Informationen, wer darf Sachen hochladen, wer darf Sachen rauslöschen, und habe damit die Möglichkeit, einfach zentral zum Beispiel auch Verzeichnisse nur für einen freien Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen oder auch sowas wie typischerweise, was man ein bisschen als Dropbox Verfahren vielleicht auch kennzeichnen würde. Ich kann also zum Beispiel auch ein Angebot an einen Kunden rausschicken, der bei mir in dem Dateimanager liegt. Ich schicke mit der E-Mail im Grunde genommen einfach einen Link an meinen Kunden, gerade für eine große Präsentation oder ein großes Angebot. Und der klickt einfach auf den Link drauf und lädt sich die Datei runter, ohne dass er sonst auf irgendwelche Daten in der E-Gruppe Zugriff hat. Aber ich muss nichts extra installieren, sondern ich habe es einfach automatisch mit zur Verfügung. Ich kann, wenn ich möchte, das Ganze auch mit einem Passwort schützen oder einem Ablaufdatum, wie lange es zur Verfügung stehen soll. Das
Das sind also alles Möglichkeiten, die Sie mit der e-Groupware automatisch dazu bekommen. Sie haben also gesehen, die e-Groupware bietet Ihnen ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe anfangs gesagt, es gibt neben dem, was wir jetzt hier zeigen, auch noch ganz viele andere Anwendungen. Aber das Allerwichtigste für Sie ist, wenn Sie die e-Groupware nutzen, sie wird in Deutschland entwickelt. Wenn Sie unsere Cloud nutzen, die Server stehen in Deutschland, sprich, wir haben natürlich deutsches Recht, was bei den ganzen Sachen gilt. Es sind Ihre Daten, Sie haben die Kontrolle, wer Zugriff hat auf Ihre Daten, wer Zugriff hat innerhalb von der e-Groupware, auf welche Daten, auf welche Anwendungen, dass ein freier Mitarbeiter weniger Zugriff hat, als es zum Beispiel Ihr Büroteam ist. Sie haben hintendran ein deutsches Support-Team mit langjähriger Erfahrung in dem Bereich sowohl e-Groupware als auch Consulting, sprich an der Stelle einfach, ich habe ein Unternehmen, das hat ein Bedürfnis und wie können wir das denn am besten mit der Software umsetzen. Wenn Sie zu uns ins Hosting, in die Cloud kommen, haben Sie natürlich die Datensicherung inklusive. Sprich an der Stelle, wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass Sie einfach nur arbeiten können und sicher sind, dass Ihre Daten jederzeit Ihnen zur Verfügung stehen und das ganze System unabhängig. Es spielt also keine Rolle, ob Sie mit einem Windows-PC drauf zugreifen oder auf einem Mac arbeiten wollen, ob Sie ein Tablet zur Verfügung haben, wie auch immer Sie angebunden sind. Sie können alle Daten abrufen. Natürlich können Sie die ganzen Daten auch auf dem Handy synchronisieren. Wer jetzt sagt, ich bin halt öfters mal einfach in Gegenden unterwegs, wo ich vielleicht keine E-Mail-Anbindung habe, auch das ist möglich. Wir haben einfach nur verschiedene Strategien. Ich kann als Unternehmen entscheiden, welche Daten darf ich denn synchronisieren, also auf mein Handy mitnehmen, was ja gerade auch in der Zeit, wo vielleicht jemand ein eigenes Handy hat und kein Firmenhandy, eine Rolle spielt und wo erlaube ich denn einfach, dass ich die Sachen halt mit dem Browser im Handy zwar zugreifen kann, es aber nicht auf mein Handy per Synchronisation die Daten wirklich dort drauf habe. Dann werden Sie sich vielleicht fragen, wer nutzt denn tatsächlich die e-Groupware? Und ich kann sagen, es ist eine sehr, sehr große Bandbreite von verschiedenen Nutzungsgebieten und verschiedenen Größen. Wir haben natürlich kleine und mittelständische Unternehmen. Hier als Beispiel Pfeiffer Trago oder IGU Tragwerksplanung. Wir haben aber auch große Universitäten, Hochschulen, das ITWM in Kaiserslautern nutzt die e-Groupware mit einzelnen Bereichen. Wir haben aber auch Rechtsanwälte, wir haben Ingenieurbüros. Also es ist wirklich eine sehr große Mischung von unterschiedlichen Personenkreisen und unterschiedlichen auch Größen von Unternehmen, die auf die e-Groupware zugreifen. Auch ein weiteres Beispiel, die Grüne Fraktion in Berlin nutzt die e-Groupware schon seit vielen Jahren und koordiniert damit alle Dinge, die so für die Fraktion eine Rolle spielen. Ja, ich möchte mich damit für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns einfach an. Wir sind auch nach dem Vortrag hier noch im Raum. Und ansonsten gerne auch rufen Sie an, machen Sie einen Termin aus. Wir beraten Sie gerne, schreiben Sie eine E-Mail, dann nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.